erst stirbt der Wald, dann der Mensch, sondern eher sowas, erst stürzt der Berg ein, dann stirbt der Mensch oder so. Ist ja doch eine andere Dimension der Naturverbundenheit, wenn man so von den Alpen steht. Aber wie das genau ist, weiß ich nicht. Ihr könnt es mir ja mal schreiben. Wie jede Folge weise ich auch freundlich darauf hin, dass ihr mir Kommentare hinterlassen könnt. Und wenn ihr das getan habt mit den Kommentaren, gebt ihr mir damit auch die Möglichkeit zu antworten auf eure Fragen, eure Anregungen umzusetzen oder einfach zu sagen, nö. All diese Möglichkeiten erwarten euch, wenn ihr kurz euren YouTube-Account bemüht, um mir ein paar Worte zu hinterlassen. Was natürlich auch geht, ist mit anderen Leuten reden. Also, ich muss nicht unbedingt antworten. Da gibt es auch andere freundliche Menschen, wie zum Beispiel Frohe Magge, die Erbse. Und auch, wen habe ich denn jetzt vergessen? Elrond habe ich vergessen und viele andere habe ich vergessen. Und das sind jetzt die, die mir als erstes eingefallen sind, weil da habe ich vor kurzem noch auf Kommentare geantwortet. Elrond war der Komische, mit dem der mir erklärt hat, dass ich mich immer verkugel, also immer irgendwo runterkrache. Aber ihr seht ja, in den letzten Folgen, da war ich schon besser, was das Kugeln, also Verkugeln angeht. Da habe ich mich doch jetzt eindeutig besser im Griff. Hab dazu auch einen Kurs besucht. Wurde bei mir angeboten auf der örtlichen Bowlingbahn, um das Verkugeln, also das aus dem Verkugeln ein Kugeln zu machen. Das ist halt nicht so einfach, wie es sich anhört, aber ich habe es dann dennoch geschafft. Also ich habe jetzt den ersten Dan des Nicht-Verkugelns quasi erreicht und damit auch für mich die Möglichkeit, euch hier wie ein abgerundetes Portfolio an Informationen bereitzustellen und zu generieren, aber auf der anderen Seite auch einfach mal die Sache nett und freundlich anzusehen, rüberzubringen. Ohne dass ihr ständig so denkt, nein, nicht da lang, verdammt. Also diese Gedanken sollen sich jetzt reduziert haben. Also auf jeden Fall steht das auf meinem Diplom, dass das deutlich reduziert worden ist. Falls dem bei euch nicht so sein sollte, sagt mir Bescheid, ich krieg da mein Geld zurück. Also falls nur. Also ich hoffe ja, wenn ich mir das selber so manchmal angucke, denke ich immer, jo, besser, ne? Hast du schon deutlich bessere Kontrolle drüber als noch in Kindertagen, als quasi die Schließmuskelkontrolle erst ausgebildet wurde. Da mussten wir alle mal durch. Da mussten wir auch alle mal runter. So, das war original verkugeln. Und warum habe ich mich verkugelt? Durch schlechtes Scouting. Achso, wer es noch nicht getan hat, habt ihr bestimmt alle schon getan. Das ging ja drauf und runter. YouTube hat es gezeigt. Und auch andere haben darüber berichtet. Wer es noch nicht getan hat, gebe einfach mal Zerg Rush. Also Zerg wie die Rasse aus StarCraft und Rush wie Rush bei Google ein und freue sich der Dinge, die da kommen. Ein ganz neues Feature. Bereitgestellt für euch von der größten Datenkrake dieses Planeten.
frage mich ja auch, wie das so ist mit dem Zeug, was ich hier so hochlade. Aber eigentlich muss ich ja wahrscheinlich so eher sagen wie Google, total cool, toll. Vielleicht schalten sie mir dann ein, dass ich mal selber bestimmen darf, wie so das Startbild aussieht von so einem Video. Wäre echt ein tolles Feature, wenn man das selber mal einstellen dürfte. Das darfst du aber nur als Partner. Und als Partner musst du halt irgendwie auch Werbung schalten und ach, hast nicht gesehen, es klang alles sehr gruselig. Da gibt es ein paar, die haben das schon gemacht für sich, also die benutzen dieses Feature, sind da Partner. Und ich für meinen Teil habe es nicht so ganz verstanden, warum ich das jetzt unbedingt machen muss, nur um mein Startbild da für die Videos anpassen zu können. Ein paar andere Features sind auch noch dran, aber die finde ich persönlich nicht so spannend. Ich würde einfach nur gerne das Startbild selber bestimmen dürfen. Habe ich auch mal ein bisschen um mich umgeguckt, ob es da noch andere Wege gibt, das zu tun. Also ob ich einfach nur zu blöd bin, das einzustellen. Und wie soll ich das sagen? 50% Blödheit vielleicht, wenn man das rechnet, habe ich dann auch produziert oder war auch dabei. Und zwar habe ich gesehen, dass man nach ein Viertel der Hälfte und drei Viertel des Videos ein Bild einsetzen kann und das ist dann automatisch auch das Startbild. Kann man bestimmt auch toll skripten, dass man da genau ein Bild austauscht. Problem, was ich dabei bloß sehe, ist, diesen Weg lässt YouTube zu. Das ist halt etwas, was Spammer und so weiter sehr gut hinkriegen. Die schreiben sich dafür halt einfach ein Skript. Und was macht das dann mit ihren Spam-Botschaften? Die sind alle mal gleich lang oder was auch immer. Also für die gibt es quasi einen Weg. Aber für so Leute, die so lieb und brav sind wie ich, hier einfach nur ein bisschen Content für diese Plattform zu generieren, gibt es diese Möglichkeit leider nicht. Was ich halt irgendwie ein bisschen doof finde. Da auch mir darüber Gedanken machen zu müssen, dass mir es nicht einfach angeboten wird. Der Grund, den sie offiziell, also höchst offiziell dafür aufrufen, warum das nicht so ist, ist halt der Spammer. Der ja, wie eben schon kurz erwähnt, damit gar kein Problem haben sollte. Also ansonsten ist er schlecht und ist kein guter Spammer. Bei Spam in der heutigen Zeit ist auch nicht das, was es noch Ende der 90er war. Mit dem ersten Aufkommen von Spam. Heutzutage ist das ein Multimillionen-Dollar-Business. Naja, wahrscheinlich nicht Multimillionen, aber auf jeden Fall ein großes. So weit kann man sich da schon aus dem Fenster lehnen, drauf einlassen und sicher sein. Weil wenn es das nicht wäre, würde nicht so viele machen. Ne? Also muss es da am Markt doch einiges an Potenzial geben. Und eben dieses Potenzial wird auch ausgenutzt. Ist da mannigfaltig zur Verfügung steht. So, jede Menge Zeug, so jede Menge Stöcke. Packen wir alle gleich mal in die Kiste. So, vier davon. Eine davon, Spitzhacke brauche ich erstmal nicht. So, alles erstmal in diese Kiste hier rein. Kennen wir nichts. Nee, das brauche ich noch. Auch nochmal 64, jo. Wobei, den hier nehmen wir mal mit. Das kommt dahin, das kommt dahin. Ah, die sind schon wieder so verquerkelt da. Steinspitzer, ah, okay. Dammit. Warum man die nicht gegeneinander tauschen darf? Da muss man immer so ein blödes Bäumchen wechseln, die Spiel spielen und ich hab's einfach nur verpeilt. Ist das auch verkugeln? So Dinge einfach mal zu verpeilen. Nacht. Wieder rein. Ist das auch verkugeln? Da bin ich mir, also mit der Terminologie bin ich nicht so endgültig vertraut, dass ich das jetzt beantworten könnte. Aber wir haben ja da natively. Oh, fuck! Nein! Dammit!
er schon wieder um die Ecke geschissen. Ich glaub's ja. Na gut, ist der Durchgang jetzt etwas breiter. Hier unten, naja, machen wir da erstmal Erde rein. Dass wir da nicht wie immer in so ein Loch fallen. Na, kommt gleich noch einer von oben. Gerade schon mal dabei sind. Zu wenig gegessen und ein Creeper jagt mich hoch, ey. Unglaublich, unglaublich, sage ich euch. So ein Scheiß, ey. Prost. Platscht da ein Skelett? Nee, da steht's rum, im Schatten. Naja, von mir aus soll es da stehen bleiben. Ich dachte eben schon wieder, ich habe einen Creeper gesehen. Mann. Irgendwo da. Komisch. Naja, wenn nicht da, dann woanders. Irgendwo gibt es hier bestimmt noch einen. Wir werden ihn gleich ausbuddeln. Und ja, der ein oder andere mag sich wundern, dass ich immer noch nicht so mit Eisenwerkzeugen unterwegs bin, weil ich habe ja inzwischen doch ein bisschen Eisen auf Tasche. Aber, ja, ich bin, was die Eisennutzung so angeht, eher konservativ. Ja gut, auf dem Server renne ich auch andersrum. Da habe ich da auch ein paar mehr Ressourcen zur Verfügung. Vor allem durch Bestechungsversuche und Schenkungen. Der anderen Mit-Survival-Gänger bin ich da doch gut versorgt. Aber auch so haben wir ja da auf dem Server doch dadurch, dass ein, zwei Leute mehr rumcraften, mehr Ressourcen in Summe zur Verfügung, die wir einfach verwenden können. Als wie man sie hier so alleine für sich in der Offline-Karte zur Verfügung hat. Ach, ich vermisse die Inventory-Tweaks schon ein bisschen. Gut, es ist jetzt nicht der Aufwand, aber das ist so der Punkt, an dem, ja, weiß ich nicht, für einige ist das jetzt auch schon wieder Cheaten, glaube ich. Ist ja nicht, wie eure Meinung da so stehen. Kann nochmal auffordern, ne, wie ich es alle 5 Minuten schon tue. Schreibt mal einen Kommentar. Sagt eure Meinung, sie ist wichtig. Also vor allem erhöht sie mein Ranking in YouTube. Deswegen ist eure Meinung total wichtig. Ja, ein weiser Mann sagte mal, Opinions are like assholes. Everybody has one. Finde ich sehr gut und sehr treffend, diesen Spruch. Wenn ihr es nicht für euch auf die Reihe kriegt, fragt Translate Google.com. Der wird es euch ins Deutsche übersetzen. Aber ich finde, im Deutschen verliert es so. Da passt das nicht so richtig. Aber da es das nicht tut, brauche ich mich damit ja jetzt auch nicht weiter auseinandersetzen. Ne? Tja. Mir gerade bewusst wird, eine politische Karriere kann ich mit diesem Fesselballon an meinungsbildenden Äußerungen gar nicht mehr anstreben. Also wenn man vor allem, wenn man bedenkt, wie schlimm es gerade im Piraten ergeht. Frauenfeindlichkeit, Rechtsradikalismus, alles dabei. Also alles dabei, was man im Parteiensprech nicht haben möchte. Es ist halt ein bisschen kompliziert. Ne? Bin ja nun auch kein Fürsprecher oder was. Aber ist schon ein Minenfeld.
Aber gerade jetzt, wo sie politisch relevanter werden, kommt das natürlich alles ans Licht, weil die Leute, sie stehen auf einmal im Licht der Öffentlichkeit, was sie vorher nicht so standen. Und da ist auf einmal die Meinung eines jeden Randmitgliedes einer Partei auch es wert. An die Öffentlichkeit gezerrt und entsprechend vermarktet zu werden. Ich habe da mich vor kurzem ein nettes Zeitzeugnis von, ich glaube es war Spiegel, im Fernsehen gesehen. Vom Spiegel. War schon nett. Paar sympathische Bilder, paar weniger sympathische Bilder. Also eigentlich sehr ausgewogen berichtet, muss man auch sagen. Aber ja, wie komme ich umhin, festzustellen oder zu attestieren, dass die Piraten doch mitunter ein leichtes Problem haben, was so die Mitglieder angeht. Also ein paar der Mitglieder vertreten doch eher, naja, freundlich ausgedrückt, eher Rand, also eher periphere Meinung. Aber naja. Wenn man erstmal eine Partei hat, kriegst du die Leute ja auch. Also hast du solche Leute wahrscheinlich immer dabei. Ich weiß nicht, also die Grünen hatten das Problem, glaube ich, nicht so. Die haben dieses Klientel nicht angezogen. Aber ich glaube auch andere große Volksparteien haben da so ihre Kandidaten für sitzen. Aber ja, da ist es auch schon wieder vorbei. Wir haben den... Oh. So richtig vorbei. Wir haben den Berg abgeholzt, wollte ich gerade noch sagen. Uiuiuiui. Da kam es ganz knapp wieder. Sind wir einfach mal vorsichtig jetzt auf dem Weg. Ich hoffe, es nimmt noch auf. Naja, ich kann auf jeden Fall speichern. Und es sieht auch so aus. Also die Framerate war gerade richtig zusammengebrochen. Es tut mir leid für den Hänger. Weiß auch nicht so ganz, was das jetzt war. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder, wie am Ende jeder Folge, hier rein. Gucken aus dem Fenster, sagen... Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mautz.